Wir erzählen heute eine Geschichte von einer Schatzsuche. Und die hatten, die waren erstmal auf dem Boot, dann waren sie auf der Insel, dann haben die einen Schatz gesucht, dann haben die einen Geist getötet, einen Löwe, und dann waren sie angekommen und haben den Schatz gefunden, aber da war eine Falle. Die Kugel war so groß und die Entdecker waren so klein wie eine Ameise. Und die war so schnell wie ein Rennauto, dass sie wieder auf dem Boot kam. Und dann waren sie weg. Und die haben geschlafen. Und am nächsten Tag waren die Monster schon gefahren. Und dann haben die noch einen Schatz gefunden. Aber er war nur so klein. Das war ein kleiner Diamant. Das war der richtige Schatz. Ende. Also, heute sage ich euch mal, dass Papa mir ein Flugzeug gebastelt hat. So, hier hinten ist der Antrieb. Und hier sind die Flügel. Und hier ist der Adlerspitze. So, jetzt einmal kurz umdrehen.